Der Niesbrauch an einem Wertpapierdepot. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Video begrüßen. Das Thema Niesbrauch, konkret der Vorbehaltsniesbrauch, ist vielen Menschen von der Immobilie bekannt. Die Immobilie wird verschenkt. Der Schenker behält sich den sogenannten Vorbehaltsniesbrauch vor. Er generiert weiterhin die Früchte, die aus dieser Immobilie entstehen. Im Regelfall sind das die Mieten. Und dieses Überlegungsinstrument kann man auch bei Wertpapierdepots einsetzen. Es wird also ein Wertpapierdepot verschenkt, typischerweise von der Elterngeneration an die Kinder. Im Rahmen eines Schenkungsvertrages behalten sich die Eltern den Vorbehaltsniesbrauch vor, an den Erträgen, die aus diesem Depot entstehen, also Zinsen, Dividenden im konkreten Fall. Und das Ganze führt dazu, dass aus der steuerlichen Perspektive die Bemessungsgrundlage für die Erbschaft und Schenkungssteuer reduziert wird. Warum ist das so? Wenn Sie einen Acker verschenken, aber Sie behalten sich selbst die Ernten vor, dann ist die Bereicherung des Beschenkten geringer. Wenn die Bereicherung geringer ist, dann ist auch die Bemessungsgrundlage für die Erbschaft und Schenkungssteuer geringer. Und dementsprechend kann dieses Instrument sinnvoll sein, um im Rahmen einer langfristigen Vermögensplanung und der Generationenperspektive im Familienkontext steuerliche Vorteile zu generieren. Ob es das Allheilmittel ist, wie es im Vergleich steht zu der Schenkung eines Versicherungsvertrages, ob vielleicht die Familiengesellschaft, der Familienpool eine bessere Lösung ist, das gilt es immer abzuwägen. Aber grundsätzlich in Zeiten, wo wir darüber diskutieren, dass die Erbschaft- und Schenkungssteuer größere Themen werden, allein schon durch die gestiegenen Immobilienpreise, wo wir feststellen, dass unternehmerische Vermögen seit 2016 stärker in der Bemessungsgrundlage aufschlagen, macht es natürlich Sinn, die verschiedenen Alternativen abzuwägen, einen unabhängigen Ansprechpartner zu suchen und neben den ganzen Aspekten der steuerlich und rechtlichen Strukturierung, die sehr wichtig sind, auch die wirtschaftliche Perspektive nicht zu vergessen. Das sieht beispielsweise so aus, eine Liquiditätsplanung vorzunehmen, also nicht etwas zu strukturieren und dann zu schauen, wie die Konsequenzen sind, sondern hier dargestellt, eine Liquiditätsplanung vorzunehmen, wenn im Rahmen der Planung beispielsweise das Wertpapierdepot an Kinder geschenkt wird gegen den Niesbrauch. Wie verändert sich die Vermögensbilanz der Eltern? Wie verändert sich die Liquiditätsplanung? Was passiert in den verschiedenen Konsequenzen? Um dann aus der Gesamtbetrachtung aus wirtschaftlicher Planung, sinnvoller Anlagestrategie, steuerlichen Aspekten und rechtlicher Formulierung hier die bestmögliche Leistung respektive das bestmögliche Ergebnis generieren zu können. In diesem Sinne, das als kleiner Denkanstoß zum Thema Vermögensplanung. Bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.